Vor einem Jahr war Pokémon Go der Sommerhit schlechthin. Inzwischen ist der Hype um das Augmented Reality Spiel fürs Smartphone abgeflaut. Mit umfangreichen Updates will Niantic wieder Leben in die größte Spielwelt aller Zeiten bringen. Gerade laden Spieler weltweit die neuen Versionen für Android und iOS aufs Handy. Diese warten mit einigen großen Neuerungen auf, die vor allem die Arenen betreffen. Ein Motivationssystem für Pokémon und abzustaubende Arena-Orden sollen alte Spieler neu begeistern. Kernstück des Upgrades ist aber die Raid-Funktion. Eine gemeinsame Jagd nach einem seltenen Pokémon, an der bis zu 20 Spieler teilnehmen können. Besiegt die Gruppe den Gegner innerhalb von 15 Minuten, hat sie anschließend die Chance, ihn zu fangen und zur eigenen Sammlung hinzuzufügen. Zudem gibt's neue seltene Gegenstände zu gewinnen. Die Dataminer von The Silph Road haben im Quelltext des Spiels außerdem Hinweise auf weitere Änderungen im Spiel entdeckt. Sie fanden zum Beispiel heraus, dass es Neuerungen bei den aus Eiern ausbrütbaren Pokémon gibt. Auch gibt es weitere Anzeichen dafür, dass die lang erwarteten, legendären Pokémon ihren Weg ins Spiel finden könnten. Die Spekulationen über ihr erstes Auftreten sorgen seit Veröffentlichung des Spiels für die wildesten Fantheorien. Ebenso führte Niantic ein Push- und App-internes Benachrichtigungssystem für Arenen ein. Jetzt bleibt nur noch die Frage, ob es die Programmierer mit den umfangreichen Updates schaffen, die Spielerscharen wieder nach draußen zu locken.